machen ja schon länger Leistungsdiagnostiken bei den Herren. Und es war mein persönliches Anliegen, dass wir jetzt auch bei den Damen starten, dass wir dann darauf aufbauen, auch ein Athletiktraining anbieten können und so mal einen Start zu schaffen und darauf dann aufzubauen. Also wir haben heute das erste Mal die Möglichkeit, das Damenteam der Wiener Austria zu testen. Wir machen sportmotorische Leistungstests, um in erster Linie einen Ist-Zustand der Mädels herauszufinden. Also es geht uns darum zu schauen, wo sind wir, und das vergleichen wir dann mit Werten, wo wir hinwollen. Und anhand diesen Werten schauen wir uns dann an, okay, wie können wir einen Trainingsplan so effizient wie möglich gestalten. Also wir wollen natürlich schauen, jetzt, wie sind sie im Vergleich zu den Herren, und dann werden wir schauen, wie ist das Verhältnis in der Mannschaft, um darauf dann zum einen die Grundlagenausdauer jetzt am Anfang aufzubauen und dann auch die matchspezifische Ausdauer. Hauptanliegen ist es, die Mädels athletisch auf die Beanspruchung vom Fußball vorzubereiten. Sprich, ich mache mit ihnen dann Athletiktraining, gehe in die Kraftkammer mit ihnen, schaue mir Beweglichkeitsübungen mit ihnen an, mache Ausdauerläufe, um sie da so professionell wie möglich auf den Fußballsport vorzubereiten. Das ist ein großer Unterschied noch im Vergleich zum Männerfußball. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten, also wir haben begrenzte Räumlichkeiten, zeitliche Möglichkeiten, weil die Damen ja doch alle berufstätig sind nebenbei, was alles berücksichtigt werden muss in einem Trainingsplan, also gerade so Regenerationszeiten und so ist ein großes Thema, worauf wir achten müssen.